Es gibt eine Spielereihe, die ist unglaublich gut darin, dieses Gefühl auszulösen. Mann, ich hasse dieses Spiel! Natürlich erscheint auch dieses Jahr ein neues Call of Duty und mit Call of Duty Black Ops 6 versucht das Franchise einiges neu, hat deutlich mehr Entwicklungszeit gehabt als die letzten Teile, aber behält weiterhin einen so großen Suchtfaktor wie Heroin. Wir haben Black Ops 6 auf Herz und Nieren geprüft und heute erzähle ich euch, ob das erste Call of Duty unter Microsoft was auf dem Kasten hat. Wir gehen diesmal etwas anders vor als sonst und unterteilen die Review in Singleplayer, Multiplayer und Zombies, fangen aber erstmal mit Grafik und Sound an. Wir bleiben natürlich spoilerfrei, getestet haben wir auf der Xbox Series X und dem PC und los geht's mit Grafik und Sound. Holy shit, ist das heftig. Gleich zu Beginn wird mehr als klar, was für einen heftigen Production Value Call of Duty hier auffährt. Dieses Spiel sieht einfach unfassbar gut aus. Die pre-rendered Cutscenes sind natürlich besonders umwerfend, aber das bleibt auch im Gameplay erhalten. Explosionen, Ballern, die Nebelschwaden des Krieges, einfach alles sieht optisch top aus. Call of Duty war schon immer top in seiner Präsentation, aber ich glaube Black Ops 6 setzt hier wirklich eine neue Messlatte. Mit einer Vielzahl an Locations, die für enorm viel visuelle Abwechslung sorgen, ein hoher Detailgrad und viel Boom Boom. Mir würde es wirklich schwer fallen, hier was zum Meckern zu finden. Die Singleplayer-Kampagne brilliert, auch im Multiplayer besticht eine tolle Optik. Wie immer sehen die Waffen top aus, aber ich als alter Mann störe mich natürlich dran, dass es diese nervigen Skins gibt, die direkt die Immersion zerstören. Aber die sind wohl nicht mehr aus Call of Duty wegzudenken. Die heftige Qualität macht auch beim Sound keinen Abstrich. Ich glaube, zum ersten Mal seit dem originalen Modern Warfare 2 habe ich ein Theme im Menü, was mir gefällt. Auch in manchen Szenen geht die Actionmusik gut mit und unterstützt das chaotische, aber heftige Gameplay. Die Cutscenes sind nicht nur grafisch schön, sondern auch das Voice Acting hat mir nirgends Grund zum Meckern gegeben. Die Audiokulisse ist ebenfalls spitze und trotz all dem Chaos, den ihr auf eurem Bildschirm erleben werdet, ist glasklar rauszuhören, was, wo, wie herkommt. Und auch mit dem Schritten im Multiplayer lässt sich tatsächlich ganz gut arbeiten. Wie immer knallen auch die Waffen ganz gut, sind am Ton klar erkennbar, Sniper-Kills bleiben einfach belohnenswert und in Summe kann man nur sagen, dass Black Ops 6 mit heftigem Production Value daherkommt, wie die meisten CODs und eben auch hier überzeugen kann. Aber dass Grafik und Sound gut sind, wird vermutlich niemand überraschen, das kann Call of Duty einfach. Kommen wir jetzt aber ans Eingemachte, Singleplayer, Multiplayer und Zombies. Ich gehöre vielleicht zu einem von drei Leuten, die sagen, dass eine Singleplayer-Kampagne Call of Duty eben nicht unwichtig ist. Ich finde, ein Call of Duty braucht eine gelungene Singleplayer-Kampagne. Und dieses Jahr wurde ich nicht enttäuscht. Gerade nach der Katastrophe von MW3 letztes Jahr macht Black Ops 6 alles richtig, was in Modern Warfare 3 gefehlt hat. Bombastische Setpieces, viel Action, eine Storyline, die sogar ganz spannend ist und Sinn macht. Selbst der Versuch der offenen Semi-Open-World-Missionen kehrt zurück, nur besser als was auch immer diese Open-Combat-Missionen in MW3 waren. Die Singleplayer-Kampagne ist gut gepaced, nur zwei Level fand ich zu langatmig und deren Inhalt zu sehr in die Länge gezogen, aber abgesehen davon wird euch viel Abwechslung und sogar Entscheidungsfreiheit geboten. Ihr könnt in vielen Missionen die Herangehensweise frei entscheiden, denn der Plot als verdeckte Einheit, die sich undercover im Netz der Intrigen bewegt, gibt euch viele Möglichkeiten für Stealth. Stealth ist optional. Wenn ihr gerade nicht auf Mission unterwegs seid, könnt ihr euren Unterschlupf ausbauen, der euch die Möglichkeit gibt, Perks freizukaufen. Oder ihr erlebt eure Kollegen in Gesprächen untereinander, die sie ein bisschen mehr zeichnen oder könnt sogar Geheimnisse im Unterschlupf finden. Nichts davon ist überwältigend tief, aber verleiht der Kampagne ein kleines Progression-System und erlaubt den Charakteren ein klein wenig Raum zur Entfaltung. Natürlich wird die Kampagne eines Call of Duty nicht berühmt für seine emotionale Tiefe oder legendäres Writing, aber ich erwarte einfach einen coolen, spielbaren Actionfilm. Und genau das liefert mir Black Ops 6 mit einer Kampagne, die definitiv die beste ist seit einigen Jahren. Okay, das war die Bewertung der Kampagne für die drei Leute, die das interessiert. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Grund, warum du euch überhaupt ein Call of Duty holst, dem Multiplayer. Also genau der Modus, wo du immer der Beste bist, außer wenn du gekillt wirst, dann war es halt ein Cheater oder es hat geleckt. Wir fangen mal mit dem Gerüst an, dem Progression-System.
Hier merkt man erst, wie nichtssagend die riesigen Levelzahlen und Systeme in den letzten Jahren geworden sind. Denn Black Ops 6 gibt einem endlich wieder das Gefühl von Fortschritt. Das klassische Prestige-System kehrt zurück, es wird ganz klar angezeigt, welches Level was freischaltet, Waffen haben wie gewohnt ihre eigenen Level, neben Aufsätze kann man wieder an Camos grinden, Mastery Badges freischalten und insgesamt gibt es eine Menge zu grinden. Und genau diese Jagd macht endlich wieder Spaß. Das Progression-System ist unglaublich wichtig für die Langlebigkeit und auch, wenn ich nur ein paar Tage gespielt habe, habe ich inzwischen 2 Waffen auf Gold und Lust weiterzumachen. Dann sieht man die Leute, die schon Prestige sind und fragt sich, wie? Und hat den Impuls, denen zu sagen, geh vielleicht mal raus an die frische Luft oder so? Bei den Spielmodi und Maps wird euch nicht wirklich was überraschen. Die Klassiker sind alle da und das Map-Design wagt nichts wirklich Neues. Was ich aber hier tatsächlich auch nicht schlecht finde. Den Aufbau der Maps hat man schnell raus und auch die schlechtesten Karten sind mindestens mittelmäßig. Außer Vorkuta, diese Map ist eine Katastrophe und wer die designt hat, soll bitte in der Hölle schmoren. Das Loadout-System wurde etwas angepasst und hat endlich eine vernünftige UI, wo man wirklich weiß, was wo zu finden ist. Die Waffenauswahl mag klein wirken im Vergleich zu dem riesigen Arsenal aus 5 Jahren Warzone, aber auch das gefällt mir, endlich wieder ein bisschen Übersicht. Perks sind zwar jetzt ein wenig anders sortiert, Wildcards sind auch nur eine Form der Perks, Nahkampfwaffen kriegen ihre eigenen Slot, aber insgesamt bleibt das Loadout vertraut. Mein persönliches Highlight, die meisten Aufsätze kommen jetzt ohne negative Effekte. Man muss sich also nicht mehr ständig davor fürchten, dass ein Untergriff deine ADS-Zeit verringert. Aber wie spielt sich das nun? Im Kern des Gameplays steht das neue Omni-Movement-System. Sprinten, sliden, hechten in alle Richtungen. Und diese Hypermobilität merkt man. Ich verstehe wirklich nicht, warum Call of Duty diesen krassen Drang hat, immer schneller zu werden. Aber auch Black Ops 6 weist eine Skill Gap auf, die hauptsächlich das Movement betreffen wird. Das Schlimmste sind Leute, die mit einer Shotgun um die Ecke hechten und bam, du bist weg. Omni-Movement macht Spaß und erlaubt euch manchmal epische Plays. Aber ihr müsst akzeptieren, dass COD jetzt einfach brutal schnell ist. Das Positive daran, Campen ist nicht mehr so eine valide Taktik, gibt es zwar immer noch, lohnt sich aber immer weniger. Vielleicht liegt es am Launch und der aktuellen Anzahl an Casuals, aber zumindest in diesen ersten Tagen fand ich SBMM oder EOMM weniger nervig als zuletzt auf Rebirth Island. Ich habe die Testzeit mit SMGs, Assault Rifles und Sniper gespielt und fand erstaunlich, wie unterschiedlich sich die hier spielen. In den letzten Multiplayern hat SMG so gut wie alles geschlagen, aber der Damage Drop-Off ist massiv hier, weshalb Assault Rifles wirklich merklich besser sind auf mittlere Distanz als die SMGs. Snipern ist natürlich wie immer einfach ein geniales Gefühl. Alles in allem habe ich so viel Spaß mit dem Multiplayer von Black Ops 6 wie schon lange nicht mehr mit einem Call of Duty. Ja, Omni-Movement ist gewöhnungsbedürftig und kann manchmal echt frustrieren, insbesondere wenn so ein Shotgun-Heini um die Ecke hopst, verleiht dem Game aber echt ein wenig neue Dynamik und fühlt sich dadurch frisch an. Ich klinge vielleicht wie der größte Boomer, aber mich nerven weiterhin diese ständigen Skins und diese Posen und Cartoon-Soundeffekte. Ich will einfach einen erwachsenen Shooter mit Militäroptik, der realistisch aussieht. Ist das so schwer? Ist das zu viel verlangt? Muss man immer die Immersion zerstören? Naja, wenigstens ist die COD-Community erwachsen und reif, gekillt von feuchter Schlüppi und geht immer respektvoll miteinander um. Gekillt von Ramsey Hartmann. Ich habe mit dem Multiplayer aber insgesamt wirklich, wirklich viel Spaß, was mich tatsächlich überrascht hat. Ihr müsst euch einfach bewusst sein, dass es weiterhin ein COD bleibt und eben nicht das Rad neu erfinden wird. Es bleibt ein Live, Die, Repeat. Manchmal bist du auf dem absoluten Höheflug und manchmal klappt halt nichts. Frust und Spaß wechseln sich halt konstant ab und ich glaube, genau das macht den Suchtfaktor eines Call of Duties aus. Und jetzt weiter zu den Zombies. Erstmal das Positive. Klassischer rundenbasierter Zombie-Modus. 2 Karten zu Launch mit ihren eigenen Geheimnissen und Easter Eggs. Wer neu ist, kann sogar mit Guide spielen und so Anschluss finden. Solo zocken oder Online-Squads finden ist möglich, Loadouts einrichten mit Gobblegum-Machine und Perks sowie ein eigenes Progression-System mitsamt Camos. Story darf natürlich nicht fehlen und die Cutscenes hier haben denselben Production-Value, was nur zeigt, dass der Zombie-Modus nicht einfach draufgetackert ist, sondern echt Prio bekommen hat. Aber, und hier spricht vielleicht wieder mein Alter, ich finde den Zombie-Modus inzwischen einfach zu verkompliziert. Riesiges Areal, Zwischenbosse, Aufleveln von Perks, Loadout, Sachen erforschen, Healthbars für Zombies. Für mich war der Zombie-Modus immer der stumpfe Überlebenskampf mit Freunden und jetzt ist das so ein riesiges, komplexes Ding.
Vielleicht findet ihr gerade das gut, aber ich glaube, ich habe hier wirklich einfach den Anschluss verloren. Der Spaß mit Freunden ist weiterhin da, keine Frage, und manche enge Momente und heftige Kämpfe werdet ihr haben, aber ich glaube, ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe, wenn es um die Tiefe des Modus geht. Ihr könnt euch trotzdem an der Rundenzahl messen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen, die Story komplett ignorieren, wenn ihr möchtet, aber an der Packer-Punch-Maschine werdet ihr nicht vorbeikommen, denn dafür haben die Zombies schnell zu viel Health. Die beiden Maps Terminus und Liberty Falls sind unterschiedlich genug, um hier für Abwechslung zu sorgen. Bei Terminus finde ich den Aufbau sogar etwas besser, weil es einfach enger ist und für mehr Spannung sorgt durch das Level-Design. Liberty Falls hat man relativ schnell verstanden und den Aufbau im Kopf eingespeichert. Terminus ist so verschachtelt, dass es einem schon schwerfallen kann, in diesem riesigen Zombie-Spektakel noch den Überblick zu behalten. Ich glaube, der Zombie-Modus ist für die Fans des Modus ziemlich gut, aber leider einfach nicht mehr mein Gebiet und auch der Spielmodus, wo ich am wenigsten Zeit mit verbracht habe. Aber falls ihr den schon gespielt habt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und ich komme in der Zwischenzeit zum Fazit. Call of Duty Black Ops 6 hat den längsten Entwicklungszeitraum für ein COD aller Zeiten. Und das merkt man. 4 Jahre saß Treyarch an diesem Game und liefert einen starken Singleplayer ab, einen Multiplayer, der sich vertraut anfühlt, aber auch mal was Neues macht, das frischen Wind reinbringt und einen Zombie-Modus, der für mich zumindest so wirkt, als könnte er den Fans der Zombie-Erfahrung gefallen. Ich hatte ganz ehrlich schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Multiplayer von Call of Duty und bin mehr als positiv beeindruckt. Mitunter, weil das Progression-System sich auch so belohnend anfühlt. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber Call of Duty ist wieder gut. Natürlich bleibt es weiterhin ein COD wie alle anderen auch und ihr müsst euch einfach bewusst sein, auf was ihr euch da einlasst. Aber ich habe jetzt zumindest Spaß, bis wahrscheinlich mit der ersten Season wieder dutzende verrückte Skins eingeführt werden oder neue Battle Pass Waffen, die komischerweise immer besser sind als die im Original Game. Egal, wir meckern jetzt mal nicht, denn Black Ops 6 ist tatsächlich genial. Außer Vokuta, diese Map ist der reinste Dreck. Das war's mit der Black Ops 6 Review, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like und Abo da, ich weiß diesen Support sehr zu schätzen. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.